jetzt kommt wieder ein Schläger ins Gesicht von dem Bayreuther Spieler, aber das kam aus meiner Sicht jetzt aus dem Zweikampf heraus. Und jetzt gibt es, glaube ich, den ersten Boxkampf zwischen Seppi Eberhardt, jawohl, und da Tobias Meyer. Und die Handschuhe, Seppi Eberhardt im Clinch damit, ich kann es noch nicht erkennen. Ja, mit Tobias Meyer, Stürmer der ersten Reihe. Eberhardt setzt dann mehr Treffer. Also auch mit Tölz 3 und hinten liegt, der Boxkampf geht an Bad Tölz. Die Reise. Gestört Platz für Just. Was ein Safe von Mechel. Mit dem Schlittschuh aus der Luft. Das ist auch nochmal. Ein Stock. War ein Stock-Safe. Na, aber sie gleicht dem Memminger Drittel. Nach wie vor versuchen sie hier alles. Bandenkampf. Sie sind weiterhin Scheibenbesitz, große Möglichkeit und dann ist sie drin. Mit der Schlusssirene, ich werd wahnsinnig mit der Schlusssirene der Ausgleich der Trappers. Die Uhr stand auf 0-0 und sie geben das Tor. Ja, Thomas, ich glaube, das zählt. Also, jetzt gucken wir nochmal drauf, wir haben es leider in der Replay. Aber ich meine, das war noch... Schauen wir nochmal, wir sehen hier. Die Uhr läuft. Scheibe, jetzt kommt sie. Jetzt ist sie drin und es waren 0,02 Sekunden. Was passiert hier jetzt? Ja, die Seite legt ab auf Kugler. Peter Kugler! Schönes Ding! Dafür ist er bekannt, dafür lieben wir die Fans hier. Nimmt sich die Scheibe nach einer schönen Ablage von Yannick Seidler auf der Halbposition, spielt einen aus und setzt den Puck schön in die lange Ecke unten rein. Wer hat die besseren Nerven? Chris, ich bin nervlich. Am Ende sage ich, wie es ist. Jetzt nochmal die Chance! Ja! 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 Yes! Spiel ist aus. Das dauerte gar nicht so lange. Ich habe gerade mit DJ geredet, der guckt mich jetzt dann gleich an. Der hat gemeint, ja, komm, wir schauen es uns nochmal an. Lass es uns nochmal anschauen. Hier die Scheibe. Donat Peter kämpft sich das Ding. Jetzt kommt der Pass zurück und dann ist er da völlig frei. Alec Aro, Rookie des Jahres in der Oberliga Süd vom Eishockey News gewählt. Er macht hier den entscheidenden Treffer. Tor! Die Scheibe ist drin! Was ein Fehler von Patrick Berger! Das sieht ja ziemlich unglücklich aus. Einfach mal die Scheibe aufs Tor gebracht. Die springt vor ihm auf und kommt irgendwie ins Tor. Habe ich auch noch nicht. Danny Stamper is trying to block, but doesn't succeed. Renner Donk also not. Sandlund finding his man, and he finds the top corner. And they win it. It's the Indians who take game two. Again? No, I'm not calling it, but... And a great shot, blocker side, beats with the other side. Yeah. Schön auf Kölz, 2-1, Phoenix Doubles Rosenheim. In Unterzahl. Shot-handed Goal von Steffen Kölzer, dem Neuzugang aus Augsburg nach toller Vorarbeit von Simon Heidenreich, der ablegt und Kölzer überwindet Brett Jäger zur erneuten Rosenheimer Führung in Unterzahl. Kotzioi, was ein Treffer! Führung der Scorpions 3-2. Und erneut ist es der große Enheimer Christoph Kotzioi, der die Führung macht hier. Hat die Scheibe da schon in der neutralen Zone gehabt und dann mit dem Bauerntrick. Ganz stark. Und damit gehen die Scorpions das erste Mal in Führung.
in diesem Spiel. Ganz klasse gemacht. Aber bleibt an der blauen Linie hängen. Jetzt Ryland Schwartz. Verzögert. Schwartz immer noch. Guter Querpass. Überragend gespielt. Schwartz verzögert und bedient dann am Langpfosten Alexei Dimitriev, der nur noch ins leere Tor schieben muss. Denn Williams, der mit hinten war, ist zu Fall gekommen zusammen mit Burns und so ergibt sich diese 2-auf-1-Chance.